streich ihn eben mit dem Kontrabass. Da sagt der Straße und erzählt denn sich was. Da kommt ein Volo zu, 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 zu. Prinzessin, mal. Lauter Bankwürmer. Ach, Julia, bitte iss jetzt. Schau, ich muss doch rüber in die scheiß Kneipe. Du schimpfst immer auf die Kneipe, aber gehst immer wieder rein. Ja, weil so eine Ghetto-Ratte wie ich nichts anderes kann als Kneipen führen. Was ist eine Ghetto-Ratte? Und da ist jetzt. Mama, was ist eine Ghetto-Ratte? Bitte, ist jetzt deine Bandwürmer. Wollt ihr noch was? Meine Kinder. Ja, unser Freund. Mama! 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 Komm sofort. Meine Pizza ist sehr scharf. Ein Bier? Ich will keine Spiele, wenn keiner mit mir spielt. Julia! Erwachsene dürfen Kinder nicht hauen, das hast du mir selbst gesagt. Ich arbeite doch auch für dich. Können wir beide ja zusammen spielen. Na dann komm. Sehr wohl was zu tun. Komisch, wenn es um den Vertrag geht, hast du immer was zu tun. Entweder Julia oder die Kneipe oder du musst schlafen oder irgendwas. Also wann denn dann? Marie, Julia ist angeschlafen. Bring mal ihm Julia rüber. Ist doch auch dein Kind. Okay, Martin Birkhoff, mein Kind und meine Kneipe. Schläfst du, Julia? Mein Liebling. Oh, so. Thank you.
machst denn du hier? Weißt du, dass der Klavierstimmer tot ist? Martin, der Klavierstimmer ist tot. Ja, letzte Woche. Jetzt bist du auch tot. Also wann? Ich mache jetzt meine Kasse. Also morgen. Hör mal, ich will jetzt den Vertrag. Ich habe meine letzten 120.000 für diesen Laden hergegeben. Und ich habe meinen Namen hergegeben für die Kredite und für die Konzession. Und außerdem schufte ich hier rum und du kriegst 2.000 im Monat für nichts tun. Das sind 20% Zinsen für deine 120.000. Wenn das kein Vertrag ist. Genau, das bin ich schwarz auf weiß. Du hast mein Wort. Ich habe den Laden hier aufgebaut, für Julia und für dich. Und außerdem arbeite ich hier genauso wie du. Also morgen. Morgen kann ich nicht. Warum nicht? Ich kann nicht. Ich fahre morgen zum Grab vom Klavierstimmer. Ach, die Dame wird sentimental. Ich habe den Alten eben gemocht. Wie dein Vater. Nein, den habe ich geliebt. Ist mal wieder Zeit, über deine Mutter zu reden? Nein, verdammt nochmal, absolut nicht. Absolut nicht. Den alten Lieb gehabt. Soll ich dir mal was sagen? Vielleicht für 50 Mark. Wie damals im Separé, in Hannover. Du bist so meine Nutte. Hier unsere 50 Mark Nutte. Ich weiß zwar nicht warum, aber bitte, wenn das jetzt alle hören sollen, stimmt. Ich habe im Separé gearbeitet. Typen zum Saufen aufgegeilt, schwer kassiert. Aber leider habe ich es nicht lange durchgehalten. Tagsüber musste ich nämlich meine Tochter Katharina versorgen. Aber das interessiert dich ja nicht. Du hast ja bis heute nicht mal unsere Tochter Julia offiziell anerkannt, weil du für nichts haften willst. Du nennst mich Nutte. Du. Ja. Ich bin tatsächlich lieber eine, die dafür kassiert, als einer wie du, der für sowas bezahlt. Du nennst mich Nutte. Du. Ha! Du mieser, kleiner Freier, du! Mama,
Mama? Ja, dein Vater hat uns hier eingeschlossen. Nein, das hat er noch vergessen. Du hast ihn wohl immer lieb, was? Ja, aber dich auch. Was möchtest du? Mond, Mond. Wir fahren nicht zum Garten, ne? Nee, ich muss ja sauber machen, scheiß Kneipe. Was möchtest du? Lukas. Mama, was ist eine Ghetto-Ratte? Ach, Julia, nicht schon wieder. Mama, was ist ein Ghetto? Weiß ich nicht. Meine Mutter, die stammt vom Rittergut. Mein Vater war Offizier. Oh. Wer ist da? Marie, bist du da drin? Wir sind eingeschlossen. Lauf hinten rum zum Fenster. Tina, das ist wirklich gemein. Klar. In so einer Situation lässt du mich einfach warten. Tina, ist nein. Weil du es vergessen wolltest. Nein. Ich kann doch an gar nichts anderes mehr denken. Nur noch Julia, Julia, Julia. Und der nennt mich eine Nutte. War wohl mal wieder die Hölle los. In unserem Dorf, war ich vielleicht 9, hat mich mal der Krämer zwischen die Beine gefasst. Es war nicht unangenehm, ganz verrückt. Wie kommst du denn darauf? Na, jedenfalls, ich erzähle das meiner Mutter, die sofort zum Stiefvater, der rüber zum Krämer. Mein Stiefvater kommt zurück vom Krämer und verhaut mich, aber wie? Nennt mich Nutte, Hure, was der alles gesagt hat. Warum erzählst du denn das? Viel später hat mir dann meine Mutter erzählt, dass mein Stiefvater von Krämer Schweigegeld bekommen hat. Muss dir mal vorstellen. Der kassiert und ich bin eine Nutte. Der kassiert und ich bin schuld. Macht, dass ihr wegkommt! Ich denke, wir wollen über Julia sprechen. Ja, wollen wir. Ja, aber ich will aber nicht zu Herbert Schulz. Ich will nicht zu Herbert Schulz, weil ich das nicht will zu Herbert Schulz. Aber Schulz ist groß und hat 2 Katzen. 2 Katzen habe ich auch für Kuchen. Ich komme damit einfach nicht klar. Ich müsste sie zu dir geben, wenn ich sie lieb habe, aber ich kann einfach nicht, weil ich sie so lieb habe. Lass dir Zeit. Da ist keine Zeit mehr. Wir können noch so zum Amazonas, dann gar nicht mit. Unser Schiff ist viel zu klein. Warum willst du überhaupt zum Amazonas? Das kapierst du doch nicht. Doch, sag mal. Weil ich zu mir selbst kommen will. Und wo bist du jetzt? Wenn ich das wüsste. Martin, mit der Maschine ist was nicht in Ordnung. Komm mal ans Ruder. Ja, aber lass mich erstmal meinen Kaffee zu Ende trinken. Thank you.
ein. Sollen wir Julia mitnehmen? Bist du mit, Julia? Ja. Na komm. Geht doch klar, Marie, ja? Finde ich auch besser so. Mama, wenn Papa wirklich zum Amazonas will, ist er aber vorher Schießer. Tschüss, Papa. Tschüss. Sagt A-Bombe zu B-Bombe. Freuen wir. Sagt B-Bombe zu A-Bombe. Yves sagt, das überlebe ich nicht. Oh. Entschuldigung. Ich dachte, du bist auf dem Schiff. Du bist scharf auf ihn. Gib's zu, du bist scharf auf ihn. Gib's zu, komm. Ich hab doch Augen im Kopf. Gib's zu, verdammt nochmal! Hör auf zu schreien, es reicht, dass Julia letzte Nacht wach wurde. Mist? Müsst ihr euch schon wieder streiten? Also gut. Lassen Sie in Ruhe drüber reden, aber lass Julia schlafen. Julia, bitte geh ins Bett. Martin Birkhoff, du machst dich absolut lächerlich. Du wirst mich jeden Tag verlassen und ich soll ewig für dich da sein? Ich bin noch nicht deine Mutter. Teilst du dir die Welt ein? Eben nicht, sonst hätte ich dich längst zum Teufel gejagt. Martin, bring du mal Julia zur Schule. Oh Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab nichts anzuziehen. Nerv nicht, du bist doch angezogen. Ich bin nicht angezogen, hier. Ach, Julia. Ich muss schon wieder zu spät zur Schule, weil ihr rumpennt, ihr Idiot. Ich kann das doch wieder annähen. Aber jetzt sofort. Weißt du was? Du gehst überhaupt nicht mehr in diese blöde Schule. Du kommst jetzt in eine ganz neue Schule. Und die Woche über bist du bei Tina und Heimo. Wie findest du das? Toll! Ist es gut? Ja. So, jetzt gehen wir spielen.
Mama. Schon wieder zu spät. Ab in die Ecke. Jetzt guckt euch alle mal das verpennte Kind an. Platz. Immer wieder dasselbe mit dir. Alle sollen dich sehen. Als Strafe. Jetzt weinst du. Das du dir vorher überlegen müssen. Ja? Ist Marie da? Die schläft noch. Papa! Du wartest mit mir zu stoppen, dann bin ich mit dem Telefon. Entschuldige. Aber die Kneipe läuft nicht alleine und deine Mutter pennt. Papa, was ist eine Ghetto-Ratte? Wie kommst du darauf? Was ist das, eine Ghetto-Ratte? Eine Ghetto-Ratte. Am Morgen des 16. April verließ der Arzt Bernard Rieu seine Wohnung und stolperte mitten auf dem Flur über eine tote Ratte. Was ist das? Die Pest. Ein Roman von Camus, der fängt so an. Nein, ist das eine Ghetto-Ratte? Eine Ghetto-Ratte ist ein Tier, das vor lauter Angst keine Angst mehr hat. Das nur noch um sein Leben kämpft. Meine Eltern sind am Amazonas. Papa, hast du es nur getrocknet? Was sind das für Fragen? Ich wollte dich schon immer was fragen. Warum muss ich eigentlich immer fragen, wenn ich weg bin? Und du nie, wenn du weg willst? Weil du noch klein bist und weil wir Angst kriegen, wenn du einfach weg bist. Mama ruft bei Tina an, wegen der Schule. Sie hat's vergessen. Ich finde das blöde, blöde, blöde. Ich habe mich so auf Tina gefreut. Entschuldige. Ja, aber du vergisst es ja doch immer wieder. Alles. Ich muss unser Auto reparieren lassen. Kommst mit? Nein, zu Papa. Julia! Thank you.
wenn sie nicht da ist, ist sie selber schuld. Ich fahre jetzt ohne sie zu Tina. Julia! Kann es auch dieses Zimmer sein? Das ist eigentlich unser Gästezimmer. Ich weiß. Bitte lach mich jetzt nicht aus. Aber ich spüre unter dem anderen Zimmer eine Wasserader. Da kann Julia nicht schlafen. Dann müssen unsere Gäste eben auf der Wasserader schlafen. Na? Was habt ihr beiden Hexen heraufbeschworen? Julia ist 5 Tage bei uns und am Wochenende ist sie bei ihrer Mutter. Wo ist die Zaubermaus jetzt? Wahrscheinlich mit Martin unterwegs. Wie machen wir das denn mit der Adoption? Das habe ich doch gewusst. Genauso haben sie es mit Katharina gemacht. Zuerst haben sie das Kind zu sich gelockt, dann haben sie an meinen Schuldgefühlen rumgetrampelt, bis ich mit der Adoption einverstanden war. Gleiche miese Tour wieder los. Nicht mehr mit mir! Ich bleibe Julias Mutter und ihr könnt reden, was ihr wollt! So war das doch nicht gemeint. Zeit vergessen.
Habt ihr sie gefunden? Wir werden sie schon finden. Lassen uns bei den Bekannten. Ich suche weiter. Martin! Ist gleich hier. Ist tot. Es war wohl relativ human. Ich will nicht wissen, wie. Aber ich. Klein ist von hinten erdrosselt worden, mit einer Strumpfhose. Der Täter ist einschlägig vorbestraft. Er sagt, die Lütte wollte ihn erpressen damit. So irgendwie, wenn du mir keine 5 Mark gibst, dann sag ich meiner Mami, dass du mich da gestreichelt hast, wo immer mein Papa mich streichelt. Julia ist ermordet.
ist wahr. Erdrosselt von einer Bestie. Es kann kein Mensch gewesen sein. Kann es nicht mal ganz still sein? Wir beerdigen sie übermorgen. Du brichst zusammen. Und? Meine Tochter. Mann. Das ist das Letzte, was Julia gesehen hat. Willst du bei uns bleiben? Name der Verstorbenen. Julia Silber. Das ist der 5. September. Geburtsort? Das ist der Geburtsort. Moment, das ist. Marie! Marie! Entschuldigung. Ort des Todes? Das ist Hamburg. Marie? Und was würde sowas kosten? Ich meine. Ja, dann müsst ihr hier mal nachschauen, wenn ihr das bekommt. Das ist die falsche Seite. Auf der anderen Seite sind die Kinder. Ja, Moment. Marie, bitte. Wie soll der Sarg denn nun aussehen? Dass ich damit rein kann. Ich gehöre mit dir Marie! Sieht dich hier. Und? Komm
Komm, lass uns gehen. Nein. Die schnappen dich. Marie, die schnappen dich. Seien Sie da! So, bitte. Hier, wer was dann? Schau mal, findest du es schön? Magst du es anziehen? Aber ich kann ihr das nicht anziehen. Ich auch nicht. Marie, allein ich kann das auch nicht. Gibt sowas zu Protokoll? Ein Mädchen von 7 Jahren. Dass du mich da gestreichelt hast, wo mich mein Papa immer streichelt. Das Kind guckt ihn an und er zieht die Strumpfhose zu. Den bringe ich um. Wo mich immer mein Papa gestreichelt hat, dieses verdammte Dreckschwein. Dann gib es dir zu mir, also... An die Wand hämmern. Mit dem Skalpell die Haut runter. 3 Tage. Langsam. Bis er krepiert. Ihr denkt wohl immer nur an den Kerl! Meinetwegen macht mit ihm, was ihr wollt, aber quatschen nicht ständig von ihm! Was macht sie denn da? Sie überspielt die Musik für die Beerdigung. Den bringe ich um. Da hilft ihm keine Gefängnismauer. Für meine Tochter. Nicht mal das kann ich für dich, Julia. Julia!
Marie getrauern. Schlafen. Weil unsere Julia heute beerdigt wird. Ich habe so viele Nächte durchgemacht, da werde ich diese auch nicht schlafen. Du musst. Mit 15 wollte ich so gern einfach nur in den Arm genommen werden, dass ich gleich ein Kind bekomme. Für meinen Stiefvater war ich sowieso völlig verdorben. Nur Dreck. Meine Mutter war immer auf seiner Seite. Wenn alles vorbei ist, verreist du denn mit mir? Ich muss hier bleiben. Der Friedhof wird nachher unheimlich voll sein, weil alle das Unrecht erkannt haben und entschuldigen. Und alle wollen sehen, wie so eine trauert. Aber ich traue nicht für die da. Da haben sie sich geschnitten. Thank you.
Marie, du wolltest so ein Grab. Zu viel Erde, viel zu viel Erde. Es wird Julia drücken. So lasset uns denn den Herrn in unserer Stummheit bitten, dass er die Seele der so unbegreiflich plötzlich von uns gegangenen kleinen Julia in die Arme seiner ewigen Liebe schließen möge. Lasset uns auch des fluchbeladenen Mannes gedenken, der die unbegreifliche Tat begangen hat, und ihn dem Herrn empfehlen, der ihm in seiner Gnade verzeihen möge. Ich bin von der Zeitung. Kann ich mal die Wohnung sehen, wo das passiert ist? Na bitte, kommen Sie rein. Hier sind Sie also raufgegangen? Muss ja wohl. Haben Sie denn was gehört? Nee, wir hatten eine Feier. Hier, aber rein können Sie nicht. Mir gesagt, die Mutter von der Kleinen, die kann einem eigentlich leid tun. Was war denn das für einer? Unscheinbar. Eigentlich ganz normal. Damit hat er die Kleine weggefahren, hinten drauf, in dem Karton verschnürt. Und das hier, das wäre der Spaten. Damit hat er dich verscharrt. Was haben Sie gesagt? Die Sonne hast du gesehen und die Kirche hast du gesehen. Ein Zauberkind. Im Karton zusammengeschnürt hat er dich hierher geschleppt. Und keiner bleibt schuld als ich. Keiner. Thank you.
in der Kuhle. Teufel das getan. Julia, komm wieder. Bitte komm wieder. Bloß nicht aus, wenn ein paar überflüssige Fuzis hier den Laden verlassen. Du hör mal, der Laden ist jetzt das Einzige, was wir noch haben. Lange überhaupt nicht mehr. Das ist Julias Platz. Die hat dafür bezahlt. Aha, du verwaltest das für sie. Ja! Schreibe nochmal her, komm euch rüber und zertrümmer sie. Mann! Muss was ganz Extraordinäres her, was Großes, Dichterlesen, Musik. Und wir darf nie vergessen. Willst du sowas bezahlen? Zahlt sich von selbst. Tut mir leid, wenn du nicht willst den Schreck wegspielen. Klar, warum? Okay, Marie, dann lass uns darüber einen Vertrag. Einen Vertrag? Sieh mal, wenn dir was passiert. Wenn mir was passiert, mir ist was passiert. Wir hatten denn klare Verhältnisse? Klare Verhältnisse? Weil du mit einem Vertrag einen Laden an dich reißen kannst? Ich weiß nicht, warum du das jetzt sagst. Weil du mich mit dem Vertrag hier raustricksen willst? Weil du Julia vergessen willst? Aber vorher schlagst du auf deiner Tusse die Narben nach hinten ein! Nein, doch hier nicht mehr rum! Soll ich vielleicht schreien, dass Julia sterben musste, weil ich wegen seiner Eifersucht verschlafen habe? Oder weil du zu faul warst, Julia zur Schule zu bringen? Soll ich das? Da hat mal einer gesagt, den Mörder meiner Tochter, den bring ich beim Umgang um. Du bist ja abkömmlich, du Sprücheklopfer! Hier ist Ihre Kontotasche. Ich habe Herrn Martin Birkhoff Vollmacht erteilt. Ja? Die widerrufe ich. Einen Moment bitte. Unterzeichnen Sie bitte hier. Geht er denn wirklich an den Amazonas? Wiedersehen. Wiedersehen. Mach mir den Schlüssel. Schau mich nicht schon wieder so blöd an. Ich sag dir nochmal, ich bin hier der Chef. Schlüssel. Friede auf Erden. Du hast dir Lokalverbot raus. Ein guter Freund von dir ist gestorben. Wer?
Einer, der nie gereizt auf dich reagiert hat. Einer, den du nie anmachen konntest. Ich trinke auf den unsterblichen Dichter Henry Miller, der heute für uns in die Ewigkeit flog, damit wir beide unseren Frieden machen. Du Miststück. Ein guter Freund ist gestorben. Du wolltest, dass ich vor Angst durchdrehe und verschwinde, nicht? Du wirst uns doch alle weghaben mit deinem Psychoterror. Deine Mutter ist tot, Julia ist tot und jetzt soll ich verschwinden, damit du alles für dich allein hast. Trink du mit mir. Marie. Alles getan, um mir zu helfen. Trotzdem ist es nicht richtig. Sie ist außer sich vor Angst und braucht Hilfe. Er will ihr helfen und sie bringt ihn fast um. Sie jetzt wo Sie hin wollen? Ich weiß nicht. Wovor haben Sie denn Angst? Haben Sie nie Angst? Nee. Jetzt will er mich auch zu Dreck machen. Jetzt will er mich auch zur Nutte machen. Warum hat Gott das gemacht? Warum ist so ein Druck in mir immer so, dass ich was soll und nicht kann? Ich will nicht mehr, Julia. Ich will zu dir. Kommt doch her! Kommt doch her, Mörder!
So, Herr Schulz, bitte mal Ihre Personalien. Ja. Bitte, Herr Schulz. Er sieht ja gar nicht aus wie ein Mörder. Er ist es. Frau Selber, bitte verlassen Sie jetzt mal den Saal. Ich bin hier Klägerin. Nein. Sie sind jetzt Zeugin. Er hat recht. Kommen Sie. Was soll denn das? Das haben Sie mir vorher nicht gesagt. Entschuldigen Sie, ich habe gedacht, das wussten Sie. Kommen Sie. Seine Lügen durchschau. Jetzt muss er uns freisprechen. Jetzt muss er die Schuld auf sich nehmen. Ja. Die Zeugin Joberg bitte eintreten. Guten Tag, Vivian. Du kennst doch den Herbert Schulz. Siehst du ihn hier irgendwo? Also ich bin's nicht. Hier bin ich. Herr Vorsitzender. Ich möchte Ihnen diese Kassette hier vorspielen, damit Sie sich ein Bild von meiner Tochter machen können. Bitte nicht. Es geht hier nicht um Ihre Tochter. Marie, er hat gelacht. Hast du es nicht gesehen? Er hat mein Kind erwürgt und hat gelacht. Es geht ja nicht um Ihre Tochter. Ich werde ihn mit Julias Schuh erschlagen. Die Haut abziehen. An die Wand nageln und langsam die Haut abziehen. Bis er krepiert ist. Quatsch! Er soll nicht krepieren. Er soll seine Schuld bekennen. Er soll sich ewig damit quälen. Er wird seine Schuld aber nicht bekennen. Tut der Held die Schnauze. Wenn er es überhaupt aufmacht, dann nur um zu jammern, dass er das Opfer ist, von dem kleinen Luder. Ich meine, das ist dem Vorsitzenden Richter natürlich ganz recht. Da kommt nämlich nicht raus, dass der Richter selber mit der Sache zu tun hat, versteht er? Der Schulz hat doch schon mal so ein kleines Mädchen erwerbt. Fast wenigstens. Ja, und wenn er wieder raus wollte aus dem Knast, hat er sich die Eier abschneiden lassen. Und als er draußen war, hat genau dieser Vorsitzende Richter zugestimmt, dass er Sexualhormone verpasst kriegte. Ich weiß, müsst ihr euch mal vorstellen, genau dieser Richter hat zugestimmt, dass Schulz wieder scharf gemacht wurde. Und als er wieder scharf war, hat er Julia erwürgt. Ich meine, so ein Richter kann sich ja nicht vielleicht doch aus Panik. Was denn? Vielleicht muss man auch verzeihen können. Der bereut doch nicht. Das hat er doch immer so gemacht. Zuerst hat er mich vergewaltigt und dann geschrien, da geht die Nutte. Warum darf der im Gericht über Julia so reden? Morgen werde ich das Gericht verklagen. Ich bin das arme Opfer von dem Flittchen, jammerte er und heimlich lachte.
Und dann sitzen wir auf der Anklagebank, du und ich. Genau das will der Richter. Dass alle auf uns klotzen, da guckt nämlich keiner mehr auf ihn. Nee. Aber das schafft er nicht. Vorher komme ich zu dir. Ja. Vorher komme ich zu dir. Ich will ihn nicht sehen. Gott wollte mir etwas sagen. Ich will ihn aber nicht sehen! Ach, guten Morgen, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, Herr Rechtsanwalt Kempfer. Darf ich Sie mal stören? Ich habe gestern Abend doch mit Herrn Schulz gesprochen und er wird heute doch wohl eine Aussage machen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Danke, dass Sie mich darauf einlassen. Wirklich getan.